Cam, Beeilung! Ich will rechtzeitig da sein, damit ich noch was über Greenspan fragen kann. Was Kniffliges zur Stadtstation. Hör auf, wir haben das entschieden. Nein, du hast was entschieden. Und wir hatten so viel Spaß gestern und Lilly ist nach einer Nacht weg. Lass uns ausgehen, wir haben ein bisschen Spaß. Und brechen die 2 Tage hintereinander Regeln? Nein, ich bin raus. Du hast nur 2 Stunden geschlafen und wenn du übermüdet bist, drehst du durch. Das ist wirklich anstrengend. Ich weiß, woran es liegt. Du hast Angst, du könntest mit meinem jugendlichen Geist nicht mithalten. Wie hast du zum Kühlschrank gesagt? Icebox? Das ist nicht veraltet, das ist ländlich. Okay. Du wurdest geboren und warst gleich 50. Und ich bin schon mein ganzes Leben lang jung und alter nicht. Weißt du was? Wahrscheinlich bist du deshalb direkt auf mich angesprungen. Mein junghafter Charme und du als reifer alter Mann, du kamst und hast mich verführt, Mr. Robinson. Das ist eine sehr jugendhafte Anspielung. Red darüber mal mit deinen neuen Freunden. Cam, das ist so typisch für dich. Du rackerst dich ab, weil du versuchen willst, jung zu bleiben. Es ist nicht schlimm, wenn man einfach akzeptiert, dass man älter wird. Wenn man es zu früh akzeptiert, ist es schon schlimm. Irgendwann wachst du auf und denkst, ich habe vergessen, irgendwas zu tun. Ach ja, zu leben. Aber weißt du was? Wenn du mich brauchst, ich bin zum Vorglühen in Binkers Loft. Und das ist in der alten Konservenfabrik. Im Gurkenviertel. Na, das klingt ja freaky. Ja. Schön mitwippen, okay? Ihr müsst immer schön mitwippen. Ja, und vergiss nicht den Nackeneinsatz. Oh mein Gott, Mitchell, was machst du denn hier? Was ist mit dem Vortrag? Naja, der war tödlich. Ja, ich entwickle mich zum geistigen Opa. Lass mich nicht allein, mach mich wieder jung. Oh mein Gott, wir haben hier so viel mehr Spaß. Wirklich? Ja, aber sicher. Weil ich hab's dir doch gesagt. Nein, ich bitte dich, so tickt meine Generation nicht. Sieh an, du bist gut drauf und voll am Start. Ja, ich hab das Gefühl, ich ernähre mich sozusagen von dieser Energie. Ich hab mich nicht mehr so wach gefühlt. Eine Sekunde. Yo, Blauling! Hey, blaues Shirt! Was geht, Bro? Hey, guckst du mich an? Was willst du? Willst du tanzen? Warum darf der mich so an? Hör zu, ich glaube, der Herr hat dich gar nicht angeguckt, Cam. Sieht aber so aus. Ich meine, was? Bist du etwas erledigt? Könnte jemand, der erledigt ist, das? Hey, ich liebe diese Jungs hier. Oh, kennst du Daryl? Daryls Mom war die 2. bei der Wahl zu Miss Illinois im Jahr 1990. Im Jahr von meinem Schulabschluss war Daryls Mom heiß. Fantastisch, Cam. Du schlägst vielleicht ein bisschen über die Stränge. Nein, 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 mir geht's gut. Ich bin... Wen glotzt der Clown an? Hey, nein, 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 zeig dich auf mich. Ich reiß dir den Finger ab und steck ihn in deine rothaarige Freundin. Okay, das ist ein Spiegel. Und ich weiß, in dem Pullover habe ich Brüste. Okay, warum zittert meine Hand? Wer hat mir was in den Drink geschüttet? Hey, kann es sein, dass mir einer von euch Ritalin-abhängigen Millennial-Roller-Joggies was untergejubelt hat? Hä? Oh, ihr denkt, ihr könnt diese Eiche fällen, hä? Wisst ihr was? Ich bin Mammutbaum. Genau, ich war da, bevor ihr geboren wurdet. Ich bin noch da, wenn ihr nicht mehr seid. Ist gut. Ja. Das kann ich schon. Ein Kerzenschläfchen hilft ihm. Schlafen, Cam. Okay. Abmarsch ins Bett. Ich will nicht gehen. Nein, ich mag meine Freunde. Und ihr mich? Ich mag euch echt total. Ja. Ich will nicht gehen. Hey, das alles tut mir furchtbar leid. Lass ihn bitte los. Nein, lass ihn bitte los. Alles es ist gut. Tut mir so leid. Ich dachte, du hättest geklotzt. Es tut mir leid. Alles okay. Nein, ich will nicht gehen.